Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, jetzt nachdem wir am Mittwoch umgedreht haben und am Mittwoch die ganzen schlechten Filme erzählt haben, kommen wir jetzt zu meinen Lieblingsfilmen. Nämlich angefangen von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, wo ich euch ja schon am Mittwoch angedeutet habe, der Da Vinci Code. Den liebe ich und den habe ich auf DVD und ich schaue den, glaube ich, mindestens einmal im Monat. Und zwar ist das so, dass ich den nur darum so lieb habe, weil ich den gerne, also den durfte ich das erste Mal gucken, da war ich ungefähr 9 Jahre alt und da ist Oma mit mir ins Kino gegangen und ich war die Jüngste im Vorführerzimmer und diese Erinnerung allein macht den Film für mich schon zu einem der besten Filme, die es gibt. Aber ich finde auch dieses etwas Verschwörungstheoretische, dieses etwas Hinterfragende und ja, allgemein die Geschichte sehr gut. Ja, dann ein weiterer meiner Lieblingsfilme ist Die Chroniken von Narnia, Prinz Caspian von Narnia. Den fand ich einfach toll, weil den ersten Film fand ich irgendwie so, ja, also er war nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Aber beim zweiten Teil fand ich so toll, weil da sich die Charaktere so erwachsener geworden sind und man so eine Entwicklung gesehen hat. Und weil ich auch so gut fand, dass mal eine andere, dass nicht nur diese Fabelwesen, sondern dass Menschen in die Welt gekommen sind und dass sich dadurch so eine bunte Mischung entwickelt hat. Ja, und danach habe ich mir dann gewünscht, dass ich irgendwann mal von einem Regal verschlungen werde und nach Narnia komme. Ja, dann eine weitere Filmreihe, die ich sehr gerne mag, ist Der Herr der Ringe. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts, was man gegen sagen kann. Und ich finde auch, da muss man auch nichts dafür sagen, das spricht einfach für sich. Ja, die Hobbit-Serie, die mag ich auch recht gerne. Jetzt nicht so gern wie die von der Herr der Ringe, aber die finde ich auch nicht schlecht. Vor allem mag ich den Riesendrachen, der hat irgendwie was Cooles in dem Fall. Ja, dann die Harry Potter-Saga, die mag ich natürlich sehr gerne. Das ist klar, na abgesehen vom 6. Film, tut mir leid, ist immer noch so. ja. Und ist der Film Die Prinzessin und das Dorfmädchen von Barbie. Ich weiß, das ist voll kitschig, aber den Film den fand ich einfach so toll, weil ich da so ein bisschen besser musical-mäßig war und auch die Geschichte so vom Prinzip. Ein weiterer Barbie-Film, den ich immer sehr gut fand, war Schwarze und der Nussknacker. Die beiden habe ich auch noch sehr gern gemocht. Und ja. Dann zu den Serien, die ich so ganz gerne mag, weil wenn wir weiter bei den Filmen sind, dann wäre ich nie mehr fertig. Also serientechnisch liebe ich nichts mehr als CSI und Criminal Minds. Ich bin der Krimi-Mensch, ich gebe es zu, ich gucke am allerliebsten Krimis. Und ja, dann eine weitere Serie, die ich sehr gerne mag, wo ich mich auch jeden Freitag drauf freue, ist Law and Order. Ja, aber manchmal kommt es auch auf RTL Nitro am Mittwoch, glaube ich. Ich glaube, war es Mittwoch. Aber auf jeden Fall dann, wenn auch die Champions League kommt, was irgendwie sehr unpraktisch ist, wenn man das entscheiden muss. Ja. Dann, was ich sehr schade finde bei Law & Order, ist, dass es die aktuellen Staffeln, ich glaube, die ersten zwei gab es auf DVD, aber danach gab es dann nie wieder eine auf DVD. Was ich echt schade finde, weil ich die einfach viel öfter gerne gucken würde. Ja, eine weitere Serie, die ich sehr gerne mag, ist The Flash, Supergirl, Arrow, Jessica Jones, Daredevil, ja, die Defender, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn die dann auf DVD raus sind, Iron Fist, dann auch auf Luke Cage, auf die freue ich mich, wenn sie auf DVD raus sind. Vielleicht sind die inzwischen raus. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, muss ich zugeben. Ja, aber auf die freue ich mich auch schon volle Kanne, weil ich hab's irgendwie so mit diesen Superhelden- und Krimiserien. Da bin ich irgendwie sehr schnell zu haben dafür. Eine weitere Serie, die ich immer sehr gerne gemocht habe, war The Vampire Diaries und The Originals. True Blood,
Okay, ich habe es auch mitgesehen. Die Vampir-Serien hätten wir das damit auch abgehakt. Ja, und es sind so diese Serien, die ich so richtig gerne mag und immer auch, also ich bin jemand, ich spare sehr oft auf DVDs hin, weil ich einfach sehr schön finde, DVDs gucken zu können und auch Serien. Und ja, ich gucke auch sehr gerne Anime-Serien. Da ist eine meiner Lieblingsserien Naruto, Bleach, One Piece. Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Da verließen sie mich schon, weil ich so viele Black Butler oder Kurushi Tsushi, wie man es auch gerne nennt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ist nämlich schon eine Weile her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Ja, Dragon Ball, den Klassiker, Detektiv Conan, Sailor Moon und solche Sachen. Ich finde es einfach, ich habe nicht so einen festgefahrenen Filmegeschmack. Ich finde es immer irgendwie gut, wenn dann die Filme und Serien packen und einem eine Geschichte erzählen, die aber auch nicht irgendwann dazwischen anfängt, zu langatmig zu werden. Weil ich kenne es viel, also bei vielen Serien, die ich auf DVD habe, kenne ich es, dass ich dann irgendwann auf Spulen drücke bei den Folgen, weil einfach die Folge mir zu langatmig geworden ist. Ja, eine weitere Serie und Filme, die ich sehr gerne mag, sind so Family Guy und South Park, die Simpsons, die finde ich auch noch ganz gut. Ja, und das sind so diese Sachen, die ich so richtig gerne mag, die ich auch regelmäßig immer gucke, wenn sie im Fernsehen kommen oder eben auch die, die ich auf DVD habe, auf DVD. Und ja, und bei denen ich wiederum auch bei anderen vielen warte darauf, dass sie auf DVD rauskommen. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., das hätte ich fast vergessen, die ist auch sehr gut. Wobei ich zugeben muss, dass die erste Staffel gut war, die zweite auch noch. Und dann, ja, dann ist ein bisschen dann hat es ein bisschen nachgelassen. Ja, und das sind so diese Serien, die ich so ganz gerne mag. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für Serien und Filme total gern mögt und warum. Und ja. Bei den Serien kann ich es euch jetzt nicht sagen, warum, weil ich meine, da habe ich einfach angefangen und ich bin jemand, ich sage, bei Serien ziehe ich es durch. Im echten Leben, wenn man mir irgendwas gibt, dann sage ich auch mal zwischendrin, ich gebe auf, aber bei Serien ziehe ich es immer durch, bis zur letzten Folge. Ja. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsserien sind, was ihr so gerne guckt und so und auch gerne, was eure Lieblingsfilme sind und bei den Filmen auch, warum es eure Lieblingsfilme sind. Schreibt mir aber, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.redmeatout.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und ich gehe jetzt heute Abend, gucke wahrscheinlich Law & Order mir noch an. Ihr kommt nämlich immer am Freitag auf Vox um 20:15 Uhr. Hoffe ich jetzt, dass es da noch kommt. Ich bin bei der letzten, ich bin gerade total raus aus dem Rhythmus, weil es zum Glück dieses Vox Now gibt oder wie auch immer das heißt. Da kann man sich es dann auch noch mit viel Werbeunterbrechung ein, zwei Tage später angucken. Eigentlich sogar eine ganze Woche, aber auf jeden Fall, da gucke ich es manchmal auch noch mal. Gut, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dann, ciao!